Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Dahinter kommt der Vollmond. Dann seilen wir uns mal hier runter ab, weil ich soll noch den Grund rausfinden, warum die Grauhabichte hier angreifen. In der letzten Folge habe ich ja hier massenweise von denen umgehauen. Und die scheinen von da hinten zu kommen. Dann müssen wir erstmal gucken, was da los ist. So. Hä? Wo ist mein Reitviech? Ah. Es hing ein bisschen fest. Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass ich das hinkrieg. Denn ich habe mir jetzt noch so ein bisschen was angeguckt, worauf ich vielleicht Bock hätte. Und nach den Grauhabichten könnte das vielleicht noch klappen, weil es ist nämlich nicht viel, was ich vorhab. Ist ja, ne? Immer so eine Sache. Hoppla. Na also. Ich weiß, Viecher killen ist immer doof, aber es treibt ab. Ey! Ey! Was soll denn der Scheiß? Hä? Ich hab einen Talisman gekriegt. Okay. Ich glaube, das tote Wildschwein backt sich hier gerade irgendwie durch die Map. Oder irgend sowas. Egal. Ich habe auch keine Ahnung, wozu man diesen Tiertalisman braucht. Aber ist mir egal. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo ich hier noch was zum Heilen kriege. Sehr schön. Ich habe nämlich nur noch 3 Heiltränke und das könnte ein bisschen knapp werden. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, spätestens dahinter. Ich glaube, dann kann ich auch direkt hier laufen, weil hier soll es anscheinend keine Viecher geben. Das Dumme ist nur, es gibt hier auch kein Heilzeug. Ah, ist ein alter Baum. Okay. Ah ja, da fliegt doch schon was. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Ich habe nur noch 39 Feuerpfeile. Ob das langt? Ich habe nämlich keine Lohe mehr. Okay, da hinten klingt's schon mal seltsam. Gefällt mir gar nicht. Mehr Grauhabichte. Die sitzen da, wie wenn die irgendwas bewachen. Das ist nicht so gut. Kann ich von mir aus schon sehen, dass ich komme. Ist mir egal. So. Sicher gespürt. Bats. So, der ist eingeist. Komm schon. Jawohl. Na hopp, Fall auf der Borte. Was tut es da? Was macht es da? Zählt es eigentlich, wenn ich die von hier aus kill jetzt? Oder ist das irgendwie nicht der Sinn der Sache? Komm schon. Bis jetzt ist das ja fast gut hier. Hoppla.
Hä? Was war das? Er hat komische Dinge getan und ist dann auf Angriff gegangen. Hä? Ah, jetzt. Hey, guck mal, der treibt gar nicht ab. Der ist zu fett. Kommst du jetzt her oder nicht? Oh, guck mal. Bevor du herkommst. Da. So. Erstmal anzünden. Oh, oh, oh. Verdammt, verdammt. Mist. Okay. Hoppla. Sehr schön. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht nochmal irgendwie ein Haufen Habichte ankommen, wenn ich da jetzt das Ding durchsuche. Hey, ich habe einen Fertigkeitspunkt gekriegt. Da ist ein Lagerfeuer. Ich glaube, ich speichere vorher. Und bevor ich speichere, hole ich mir das hier, damit ich mir die zwei Dinger hier holen kann. Dann kann ich jetzt hier nämlich aussuchen, was ich haben will. So. Zurück auf den Weg. Und ich habe meine Lebensenergie verloren. Hey, was ist denn das? Ich hätte jetzt aber gedacht, da kommen noch, was weiß ich, wie viele Habichte. Warte. Hier war ich schon mal. Gut, hier war ich schon mal. Erkennt man auch gar nicht an dem grünen hinterlegten Lagerfeuer, dass ich da schon mal gespeichert habe. Aber, was ist denn das? Überall Schnappmaulkadaver. Kein Wunder, dass die Grauhabichte hierher wollten. Fressen die oder was? Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Soll ich jetzt auch noch mit der Spitzhacke hier arbeiten, oder was? Ich hoffe nur, jetzt kommt hier nicht direkt irgendein Viech. Okay. Sie sind am Ziel angekommen. Ich glaube, ich muss den Fokus benutzen. Hä, wo ist das Lagerfeuer? Sollte wahrscheinlich da oben irgendwo sein. Hier wunderbar mit Aussicht und so, ne? Ich mach mal schnell speichern. Damit ich nicht so lange im Menü rumguck. Okay. Hä? Ich denke, wir sind hier auf der Erde. Wie viele Monde kommen hier denn noch? Oder war der gerade am Untergehen? Verwirrung. So. Ich schätze mal wirklich, ich soll hier mit dem Fokus rumgurken. Erstmal ein bisschen Parkour hier. Muss bei den Unterständen Spuren hinterlassen haben. Was für Spur markieren, Alter? Anfänger hinterlassen deutliche Spuren. Ah ja. Das heißt, hier war ein Typ, der hat die ganzen Schnappmäuler hier zerlegt. Und dann ist er da nuff geklettert. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vorher gemacht, dann hätte ich nochmal da hochrennen müssen. Das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Falle. Eine verheerende. Aha. Also haben die hier einen Köder für die Schnappmäuler gelegt, haben sich hier oben hingestellt und haben sie dann massakriert. Wer auch immer die Massakrierer waren. Und dann haben sie sich irgendwas genommen von den Schnappmäulern, um die Habichte ins Dorf zu locken.
Und jetzt darf ich 10 Kilometer rennen und... Ah, etwas zum Klettern. Hui, hier ist aber dunkel. Warum ist das so? Ja, jetzt. Das müssen die Schnappmauljäger sein. Aha, okay. Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabichtproblem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren, das Haus. Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Nee, also wirklich gedacht, dass das nur zwei Leute sind, habe ich nicht, bei der Menge an Schnappmäulern, die da rumliegt. Na die Frage jetzt, was sage ich denn? Verschwinde oder es passiert was, dann greifen sie mich an. Und die bloß, weil sie hier ihre Ernte verkackt haben und jetzt Schulden haben. Zu killen habe ich irgendwie keinen Bock. Und Kompromiss bedeutet, ich soll wahrscheinlich hier, was weiß ich, 5 Schnappmaulherzen sammeln. Gefällt mir aber besser, als die jetzt umzunehmen. Ein Kampf muss doch nicht sein. Wir finden sicher einen Kompromiss, bei dem keiner stirbt. Wir sammeln nun schon seit Tagen Schnappmaulherzen. Ich brauche nur noch eins. Dann kann ich die Schulden zahlen und mein Heim retten. Versprecht ihr zu verschwinden, wenn ich das letzte Herz besorge? Ein guter Deal. Ibascha hat's beim letzten Mal schwer erwischt. Okay, gut. Wir brauchen Scherben. Das ist das erste und das letzte Mal. Ihr wartet hier auf mich. Warum kann ich dir nicht einfach Scherben geben? Ich meine, ich habe wahrscheinlich genug Scherben. Um so ein bisschen Erntezeug. Vor allem... ich brauche Scherben. Kerle. Hättest mal hier in die Kiste geguckt? Guck mal an, was sich da alles findet. Wahrscheinlich habe ich ihm jetzt die ganzen Scherben geklaut. Ich komme zurück. Hey, hier hast du die Scherben. Jetzt brauche ich noch mehr. Hä, was haben wir da? Das sind hier für die Schleuder, aber ich kann es nicht nehmen. Das ist doof. Okay. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Da habe ich noch was gesehen, das mir helfen könnte. Bäh. Sonne. Igitt. Wieso ist das viereckig? Ist mir egal. Eigentlich wollte ich jetzt danach hingehen, hier die Metallblume holen und danach mir noch die Quest hier schnappen. Wenn ich so die Zeit angucke, ich wollte nämlich auch sogar noch hier hoch und das Panorama holen. Das ist irgendwie hier so am Arsch der Welt. Ah. Ich habe mich vorhin, bevor ich die Folge angefangen habe, gefragt, was diese Pfeile unter der Behemoth-Herde bedeuten. Das heißt wohl, die laufen hier so eine Runde und man muss gucken, dass man da nicht in die Quere kommt. Das ist ja heftig. Okay, die ganzen Steine hier, habe ich schon genug? Kann ich die von hier aus treffen?
Zing. Und er wusste nicht, von wo es kommt. Wer? Zing. Ich? Nein, du. Hä, guck mal da unten, der Breitkopf. Ob das jetzt überhaupt irgendwie Schaden gemacht hat? Ich glaube nicht wirklich. Ah, doch. Ich weiß, was noch mehr Schaden macht. Wer hat gesessen? Bots. Bots. Verdammt. Ich habe gehofft, ich kann dem jetzt dieses Eisdingsbums wegschießen. Warte mal. Die sind doch genauso wie fast alles hier feueranfällig. Fackeln dann doch mal ab. Was ist denn da hinten los? Was mir gerade auch aufgefallen ist. Weiß nicht, warum mir so ein Zeug immer so spät erst auffällt. Dieses Geräusch, das dieses Schnappmal macht, wenn es dieses Eiszeugs schießt. Das ist genau das Geräusch, das junge Krokodile machen, wenn sie nach ihrer Mama rufen. Ist nur so ein kleines Detail, was eigentlich aber voll cool ist. Was mich wundert, dass die Maschinen das genauso machen. Dass die auch solche Geräusche von sich geben. Ich meine, das sind Maschinen. Gut. Maschinen, die aussehen wie Tiere und andere Leute fressen und Menschen und Maschinen und überhaupt Leute, Menschen und Maschinen. Weiß auch nicht, das ist sowieso komisch. Aber dafür sind wir ja da. Das soll man ja rausfinden. Hey. Achso, der brennt schon. Ups. Boah, fast ins Eis. Was war denn das jetzt? Jump'n'Run hier. Es geht. Hey, schieb den anderen nicht weg. Das nervt mich dahinter. Sache. So, jetzt habe ich zwei Stück umgehauen. Habe ich jetzt zwei Schnappmaulherzen oder was? Geschafft. Und jetzt bringe ich es diesen Jäger. Aha. Jetzt bringe ich den Jäger. Hm. Eisschutz 14%. Nee. Brauche ich nicht. Hey, guck mal. Hab doch gewusst, ich habe gleich zwei Stück. Da ich jetzt hier alles geplättet habe und hier gerade mal keine Viecher sind. Du wirst mir sicher helfen. Boah, geil. Lohe. Leider nur einmal Lohe, weil ich bei dem einen Ding irgendeine Explosion ausgelöst habe. Aber wie gesagt, wenn hier schon keine Viecher mehr rumrennen gerade, dann sammle ich mal hier das ganze Zeugs ein, was mich heilen kann. Schon. Ah, okay. Die Breitköpfe kommen wieder zurück. Da ist noch Heilzeugs. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So. Da ist noch einer. Bleibt der da oben oder was? Hm. Super, die stehen jetzt hier blöd rum, oder was? Ich wollte noch das ganze Zeug hier einsammeln. Was mir gerade auffällt, da läuft ja der Fuchs. Und, Waschbären findet man irgendwie nicht so viele. Denn ich weiß, dass ich für eine von diesen Taschen noch einen Waschbärknochen brauche. Aber Füchse sind irgendwie überall. Obwohl, Füchse sind gar keine Rudeltiere. Ja, was ist das?
Ah, kaputter Wächter. Ein Fuchs. Mal guck, da ist nämlich auch noch ein Fuchs. Was ist denn das? Eine Ratte. Scheiße. Winziges Fleischstück, toll. Ich brauche aber einen Radeknochen. So, hoffentlich sehen die mich jetzt nicht. Jawohl, ja, noch mehr Lore. Ups. Mitte durch. Statt nur dabei. Ich hoffe, die rennen mir jetzt nicht hinterher. Verdammt. Kann die Kamera mal ein bisschen weiter rausgehen? Ich sehe nur Popo. Okay, der hat keinen Bock mehr. Zu nah am Versteck der Jäger. Ah, sehr gut. Jetzt brauche ich wenigstens keine Tränke mehr gerade. Wobei das hier eigentlich auch cool wäre, wenn hier einer Tränke verkaufen wird. Waschat. Wie heißt der Anna? No name. Komisch, jetzt sind sie wieder bloß zu zweit. Hm. So Leute, ihr könnt nach Hause gehen. Das Herz für euch. Was ist mit der Abmachung? Ein Deal ist ein Deal. Ich kann meine Schulden zahlen. Wir verschwinden. Gut. Und bleibt weg. Aloy! Was? Alter! Erschreckt die einen, hey! Da redst du mit deinen Leuten hier? Dann überlegen sie sich jetzt zu gehen? Packt der hier jetzt zusammen oder was? Keine Ahnung, was er tut. Und dann kommt plötzlich da unser Habicht aus dem Nichts und brüllt uns an. Hey, soll das? Glückwünsche sind angebracht. Ich wollte sicherstellen, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte, heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Yes, geil. Ich hab mein Habicht. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und anscheinend war der Typ, von dem sie gerade geredet hat. Was machst denn du da? Ah, hinsitze. Und anscheinend war der Typ, von dem sie gerade geredet hat, ihr Habicht. Und er hat ihr gesagt, ein Habicht lässt nie die Drossel alleine. Also so wie die dann aufgetaucht ist, dann macht die ja voll den Ninja-Style hier. Ninja. 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 Rap. Hat mich von irgendwo aus beobachtet. Es hat irgendwie nur noch gefehlt, dass jetzt irgendwie so ein... Puff, so eine Wolke kommt und dann taucht sie aus der Wolke auf. Ninja. Alter, was geht hier ab? Warum so neblig? Was trampelt hier? Ah. Den habe ich aber schon. Okay. Ich glaube, dann gehe ich jetzt hier zu dem Lagerfeuer. Weil, dann mache ich das nämlich in der nächsten Folge. Die Metallblume holen, die neue Quest abholen und dann bis hier hoch. Ich hoffe, da ist nicht noch irgendwelches Gefiechse oder so. Damit die Karte mal ein bisschen leerer wird hier. Das ist ja abnormal, wenn man hier rauszoomt, da kennst du ja gar nichts mehr.
Das ist ja. Das muss ein bisschen leerer werden. Obwohl eigentlich sowas wie das hier verschwinden könnte. Weil das habe ich abgeschlossen, das brauche ich ja nicht mehr. Oder muss ich da nochmal irgendwann hin? Keine Ahnung. Die hier wird nur lustig. Ich habe nämlich keine Ahnung. Entweder das da ist ein Sturmvogel oder das da. Wobei, warte mal. Ich habe doch letztens entdeckt, das hier ist Dingens, ein Habicht, weil der so einen komischen Kopf hat. Na toll, das heißt, das hier ist auch ein Sturmvogel. Okay. Ja, das könnte lustig werden, hierher zu kommen. Es könnte aber auch generell lustig werden, hier mir die Blume zu holen, wenn da so ein Donnerkäfer rumlatscht. Schauen wir mal. Der Wind. Ich habe mich noch nie gern herumstoßen lassen. Dann lass es auch nicht. Sollen wir mal gucken, wo er jetzt wieder rumhängt? Ah. Okay. Gut. Wie gesagt, ich reite jetzt mal hier gegen den Wind zum Lagerfeuer und dann schauen wir mal. Dann werde ich mal schauen, wie ich hier zum Sonnenhabicht werde. Oder wie der Typi hieß. Einfach nur, um da Assis zu ärgern. Da hat die Talana ja nämlich auch Bock drauf. Wenn ich das so richtig gehört habe. Und dann ändern wir da alles. Und ganz zum Schluss vom Spiel werde ich noch der Sonnenkönig. Oder die Sonnenkönigin. Sag ich jetzt einfach mal so. Allahop. Bis dann.